Hallo und herzlich willkommen zu Folge 172 von Legend of Azur. Wir sind im Sumpflager angekommen und müssen jetzt mit Flint sprechen, unserem Vorgesetzten, unserem Chef. Denn, ja, der ist ja der, der uns jetzt dann wahrscheinlich instruieren wird, Lasst was uns es zu mal tun gibt abdrücken. und alles. Der scheint da vorne rumzufuchteln, das ist er doch. Nee, das ist er nicht. Nee, der sieht nicht aus wie Es ist auch Flint. nichts Ich Neues. finde es schön, dass sie sich so grüßen. Mit der Animation. Also sprich, zwei verschiedene Kämpfer, das hat was. Ist der Flint denn jetzt da oben? Wer ist denn da alles? Flint, Mich fragt ja keiner. Calvin und Adrian. Was macht denn der Calvin hier? Also der scheint noch interessanter und vielleicht auch wichtiger zu werden. Statt einfach nur ein Morgen. kleiner Tagedieb, der irgendwie uns über den Weg läuft. Ganz interessant. Und auch wenn das nicht dein Problem ist, die Sache ist zu wichtig, dass wir sie getrost ignorieren könnten. Bin zwar wegen was anderem hier, aber wen interessiert's? Schau her, wenn das nicht mein guter Freund ist. Ich hätte nicht gedacht, dich hier im Sumpf zu treffen. Und dann noch in diesen Klamotten. Ja, die im Lager bieten einem neben der Sicherheit auch die nötige Freiheit, die ich brauche. Das musst du ja wissen. Schließlich sind wir in der gleichen Gemeinschaft. Aber von der Gosse aus bis hierhin hast du auf jeden Fall in der kurzen Zeit einiges zustande gebracht. Wie auch immer, Hauptsache du bist hier. Alte Bekanntschaften? Richtig. Wir kennen uns aus der Stadt und hatten da so mit ein paar Leuten unserer Freude. Kannst du dich noch erinnern? Sicher. Hat Cortes dich deswegen eigentlich mal angesprochen? Er ist doch auch hier irgendwo. Bis jetzt noch nicht. Ich glaube aber, dass es ihm wahrscheinlich egal ist. Das hier ist übrigens Adrian. Er und Margus sind diejenigen, die Expedition leiten. Er versucht momentan im Sumpf Nützliches zu finden. Außerdem hat er... Auch wenn ich neben dir stehe, brauchst du mich nicht vorzustellen. Da komme ich mir irgendwie dämlich vor. Ja, schon klar. Ich bin dann erstmal wieder weg. Wir sehen uns dann spätestens am Abend wieder. So viel dann erstmal dazu. Sei jedenfalls gegrüßt. Kelvin hat ja schon das Wichtigste von mir angesprochen. Ich will euch bei der Expedition unterstützen. Ich vermute mal, irgendjemand, der nicht gerade hier rumhängt, kam auf die Idee, dich hinunterzuschicken. So ist es. Irgendwie frage ich mich bei sowas immer, wieso diese Herrschaften eigentlich nie selbst ihren Hintern irgendwo hinbewegen können. Wenn die sich immer im Nachhinein als die großen Macher aufspielen wollen, sollte man meinen, dass es nicht funktioniert. Ja, die Welt ist schlecht. Und dieser Teil noch mehr. Ich sag dir mal was. Der eine Teil in diesem Lager ist entweder faul oder unfähig. Der andere beschäftigt sich mit irgendwas Sinnlosem bis nur bedingt Nützlichem. Und der traurige Rest versammelt sich heute Abend auf der Pyramide, um die Lage und das weitere Vorgehen zu besprechen. Ich soll dann also heute Abend zu eurem Treffen kommen? Weißt du, bei mir haben alle die gleichen Chancen, sich etwas zu erarbeiten. Calvin hat sich für dich ausgesprochen. Und du willst dich für die Sache einsetzen. Gut, dann soll es so sein. Ich werde dich nicht daran hindern. In Ordnung. Das ging schnell und unkompliziert. Kann ich dich noch was fragen? Kann das bis heute Abend warten? Während der Besprechung werden sich wahrscheinlich viele Fragen von selbst klären. Bis dahin kann ich wohl warten. Gut. Und damit du die Zeit über dann mit etwas Sinnvollem beschäftigt bist, werde ich dir einmal diese Spruchrolle überlassen, damit du sie nach Möglichkeit im Sumpf wegwirfst. Was? Ich verstehe irgendwie nicht. Nicht alles, was man hier im Sumpf finden kann, ist brauchbar. Diese Spruchrolle würde sich gegen den Anwender richten und ihm recht passable Brandwunden zufügen. Das Ding ist völlig nutzlos und sollte diesen Sumpf am besten gar nicht erst verlassen. Vergrab sie irgendwo oder mach sonst was damit. Hauptsache, das Teil ist weg. Warte mal. Sonst noch was? Was ist mit Magus? Was soll mit ihm sein? Momentan verbringt er am liebsten die meiste Zeit auf der Pyramide, was nicht unbedingt mein Fall ist. Und was macht er da? Er will mittels Magie die Position von Bauwerken im Sumpf ermitteln. Würde mich zwar wundern, wenn er bei diesem Magiefeld überhaupt etwas findet, aber ein Versuch kann ja bekanntlich nicht schaden. Und wie funktioniert sowas? Magier, die auf Runen angewiesen sind, werden so etwas ohnehin nicht bewerkstelligen können. Stattdessen würde ich lieber auf Berechnungen anhand des Standorts der ersten Pyramide vertrauen. Kann man nicht einfach vor Ort nachsehen?
Wenn du in diesem Sumpf nichts Konkretes suchst, geht das sicher. Eigentlich ist aber nur ein Gebäude relevant. Der Standort des Tempels mit dem gesuchten Artefakt. Und danach sucht Magus? Sollte er zumindest, ja. Okay, jetzt haben wir noch ein paar Informationen. Und ein bisschen was zur Hauptquest bekommen. Ich habe mit Adrian gesprochen, er meinte, dass diesen Abend ein Treffen auf dem Dach der Pyramide stattfindet und ich dabei sein sollte. Dank Calvin muss ich wohl einen positiven Eindruck beim Hinterlassen haben. Also irgendwie muss der schon noch irgendwie interessant sein. Relevant. Auch interessant, weil ne, der hat ja im Prinzip eine eher verkommene Geschichte. Zumindest denkt man, der ist irgendwie so ein Kleinkrimineller, so ein Dieb, so ein Herumlungerer, so ein Vagabund, aber anscheinend ist der doch ein bisschen wichtiger, als man beim ersten Eindruck meinen müsste. Und ich muss eine angeblich gefälschte Spruchrolle loswerden. Verschenken oder verkaufen dürfte schon mal ausscheiden, ja? Ist keine gute Idee. Und da war der Chef. Da bist du ja endlich. Netter Ort. Ich kann mir bessere vorstellen. Ich nicht. Was weißt du bereits über diesen Ort? Noch nicht viel. Die Mannschaft ist nicht weit vorgedrungen. Ich war aber schon mit einem Trupp unterwegs. Kein Ort zum Verweilen. Es treiben sich überall aggressive Wesen rum. Man muss schon höllisch aufpassen, nicht gefressen zu werden. Wir sind aber schon bis zur ersten Pyramide vorgedrungen. Diese sichern wir jetzt vor Angriffen. Ach komm, die ist gleich da vorne. Pyramide, sagst du? Mehr weiß ich auch nicht. Die Magier sind sehr verschlossen, was Informationen angeht. Angeblich sind das alte Ruinen der Orks. Noch vor der Zeit des Krieges auf Ashun. Gibt es hier was Wichtiges? Wenn du mich fragst, holt man sich hier entweder den Tod oder eine Krankheit. Deshalb solltest du auf dich gut aufpassen, wenn dir dein Leben lieb ist. Ich hab mir schon beinahe gedacht. Was machen denn die Rekruten hier? Tja, die sind mir eigentlich auch manchmal ein Dorn im Auge. Aber die sind nun mal auch verbündet mit dem Kloster. Und wenn Carador nach Hilfe ruft, fühlt sich da jeder angesprochen. Besonders einige Wichtigtuer aus der Stadt. Cortez ist zwar ganz in Ordnung, aber halte dich da erstmal auf Abstand. Wir haben so schon genug Probleme hier und unnötige Konflikte sollten vermieden werden. Jo klar. Wer hat hier das Sagen? Magus und Adrian sind es, die die ganze Aktion hier vorwärts treiben. Manchmal wollen ein paar der anderen Magier wen rumscheuchen, aber das ist in letzter Zeit besser geworden. Ansonsten kümmern ich und Cortez uns um unsere Leute. Übrigens noch ganz interessant ist eigentlich die Robe vom Adrian, denn das war nicht die Robe von den Wassermagiern. Und die haben zwei verschiedene. Also ein hoher Wassermagier und ein normaler. Und ich glaube, der Carador hatte aber auch eine andere Robe. Oder hatte der eine normale Mönchsrobe? Ich weiß es gar nicht. Also sprich die weiße Variante. Ich bin mir da gerade selbst nicht mehr ganz sicher. Aber es gibt da schon ein paar unterschiedliche. Das ist auch ganz nett eigentlich. So, Quest, her mit. Gibt es etwas für mich zu tun? Zurzeit kann ich dir keine Aufträge... Was? Mir sind die Hände gebunden. Es richtet sich alles nach den Magiern. Wenn du aber was tun willst, kannst du versuchen, mit Magus oder Adrian zu reden. Einer der anderen Magier im Lager hat vielleicht auch was für dich. Wo finde ich alle? Bis ich dir das erklärt habe, hast du die doch eh alle schon gefunden. So groß ist das Lager ja nicht. Aber was auch immer du machst, dreh besser nichts an der Pyramide. Warum nicht? Ach, als das jemand mal gemacht hat, fand Magus das nicht so amüsant. Ich werde es mir merken. Okay, also irgendwo rumdrehen. Wahrscheinlich irgendwelche Schalter, irgendwelche Mechanismen aktivieren, von denen man keine Ahnung hat. Klar, dass wir das erstmal unterlassen sollen. Wer trainiert hier alles? Also wir haben hier ein paar Rekruten, ein paar Kämpfer. Rekrut. Also die Rekruten trainieren hier. Die Kämpfer wohl eher nicht, die gammeln da halt rum. Da haben wir schon mal unser erstes Sumpfkrautpflänzchen gefunden und da ist die Pyramide vor uns. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Und wir haben ja anscheinend einen abgeschlossenen Bereich, zumindest insofern, dass wir hier, ich spreche einfach mal jetzt wir, also sprich die Rekruten, die Kämpfer und die Magier, also die Menschen, um es zu verallgemeinern. Wir haben hier anscheinend schon eine Verteidigungslinie irgendwie zusammengebastelt, aufgestellt, sodass man hier auf jeden Fall erstmal sicher ist. Deswegen erwarte ich jetzt hier eigentlich keine Gegner. Können wir vielleicht diese Spruchrolle hier in dem Grab verhunzen? Oder sollen wir die benutzen? Die wir vom Adrian bekommen haben. Auf der anderen Seite ist das so einer, der dann vielleicht
enttäuscht ist, wenn wir da so vergeigen und uns irgendwie selbst anzünden. Wenn losgeworden sind wir sie zwar dann, aber ob das Sinn der Quest ist, keine Ahnung. Und hier haben wir eben schon mal die Verteidigungslinie, die noch etwas sehr billig wirkt. Vor allem kann man hier hinten dran vorbeilaufen, aber egal. Hier scheint ja erstmal nichts zu sein. Ne, oh doch, da hinten war was. Was war denn da? Ah, eine Sumpfgasdrohne. Und hier haben wir einen Rekrut, der aufpasst. Und natürlich ganz viele Ruinen im Sumpf. Macht schon mal keinen schlechten Eindruck. Sieht interessant aus. Und auch die provisorische Verteidigungslinie gefällt mir. Wobei da hinten ist ja noch ein... Seht ihr das? Ganz da hinten entfernt ist auch eine Palisade. Ob das auch noch zum Lager gehört, glaube ich wohl eher nicht. Wer sitzt denn da? Meriel, wer ist das denn? Ich überlege mir jetzt aber auch gerade, wie ich diese Spruchrolle loswerden soll. Denn ich soll sie ja nicht verkaufen, nicht verschenken, irgendwo liegen lassen. Keine Ahnung. Oder auf sich selbst anwenden, dann fackelt man. Ich gehe mal kurz ins Eck und verbrenne mich mal selbst. Vielleicht, ich meine, wäre ich dann losgeworden, aber vielleicht sterbe ich auch. Dann können wir es eh sein lassen. Also, probieren geht über studieren. Einfach mal auswählen und gucken, was passiert. Im schlimmsten Fall laden wir halt neu. Ist die irgendwo hier bei den normalen? Ne, ist die irgendwo hier? Oder was? Ich höre doch übrigens gerade Goblins. Wo ist denn das jetzt? Siegel der Botschaft der Herausforderung, alter Bauplan, Tagebuch. Bla bla bla. Bin ich bekloppt? Wo ist denn die? Wo ist der Zettel beim sonstigen Graben? Nee, nicht, dass ich ihn jetzt hier auf Anhieb entdecken würde. Oder hat die überhaupt einen Namen, dann diese Spruchrolle? Landkarten? Nee, Steckbriefe auch nicht. Haben wir eigentlich zwei versiegelte Botschaften? So, also Blitz, Windfaust, Wandlung, Snapper. Böses Vertreiben. Die hatte doch auch die Bezeichnung sonderbarer Zauber oder irgendwie sowas. Oder sonderbare Formel oder was weiß dann ich. Deswegen, ich würde gerne wissen, wo die jetzt hin ist. Bin ich irgendwie bescheuert? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ist nichts hiervon. Wir müssen auch ganz ehrlich, ich muss mal gucken, dass wir irgendwo eine Hütte dann irgendwann... Also ich schätze ja ganz gern, auch bei anderen Modifikationen, das gab es auch bei der Odyssee-Mod, dass man mal irgendwie so einen Rückzugsort hat. Also im besten Fall eben ein Haus, in dem Fall war es ein Schiff, wo man eine Karte, sage ich schon, weil ich hier die ganzen Karten vor mir habe. Wenn man dann eine Kiste hat, ja, und Rückzugsort, dass man da dann seinen ganzen Kram reinpacken kann. Denn was mir ganz oft ziemlich auf die Nerven geht, ist, man hat ganz viele Schriftstücke dabei und keines davon ist in irgendeiner Weise relevant. Ah, da ist sie doch. Doch hier unten. Nur ein relativ seltsamer Winkel, deswegen. Ich soll sie im Sumpf verschwinden lassen. Also einfach hier liegen lassen, wie gesagt, wäre eine Möglichkeit, aber ich kann es aber mal benutzen, was soll's. Jetzt habe ich einen Lederbeutel aufgemacht. Egal. Okay, ich kann sie nicht benutzen. Kann sie fallen lassen. Habe ich jetzt gar Schaden genommen oder irgendwer anders? Dieses Etwas von Spruchrolle ist mir auch noch vor meinen Füßen explodiert. Damit dürfte sich die Sache zumindest von selbst erübrigt haben. Okay. Man kann sie fallen lassen. Dann macht es kurz bumm, man verbrennt sich und dann wird man halt wieder voll regeneriert, weil man ja so gute Ausrüstung hat. Wie jetzt in meinem Fall. Ich denke mal, so soll es sein. Denke ich. Also fallen lassen ist das Einzige, was mir einfällt. Oder in der Truhe packen, aber... Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ich jetzt vielleicht irgendein richtig cooles Secret verpasst habe. Dann würde ich mir zwar wieder einen Fuß ausbeißen, aber dann ist es halt so. Warum sitzt du hier so alleine? Ich halte es nicht mehr aus. Ich will hier einfach weg. Kannst du mir etwas über diese Expedition erzählen? Nein, nichts. Ich weiß von nichts. Ach was, okay. Oh, ganz einfach, seinen Geldbeutel zu stehlen. Also ich speichere jetzt drüber.
Oh, nee, komm. Nimm mal einen anderen Slot. Wer weiß. Wobei, er wollte ja einfach nur, dass wir sie loswerden. Wie gesagt, könnte sein, dass da was Interessantes dahinter steckt oder es ist einfach so simpel, wie es scheint. Warum gehst du nicht einfach? Ich würde gerne gehen. Aber? Aber ich warte noch auf meinen Bruder, Mariel. Wo ist dein Bruder hingegangen? Er wurde vor kurzem von Adrion in den Sumpf geschickt. Dort sollte er nach nennenswerten Monumenten und Schriften aus der Orksprache Ausschau halten. Kann er die denn übersetzen? Nein, aber in jedem Fall identifizieren. Wie auch immer, er sollte eigentlich schon wieder zurück im Lager sein. Nun, ich befürchte das Schlimmste. Und bis ich etwas über ihn gehört habe, bleibe ich hier im Lager. Klar. Ich werde mich nach deinem Bruder umsehen. Das würdest du tun? Wenn ich schon im Sumpf bin, ja. Danke. Hoffentlich geht es ihm gut. Und ich hoffe, dass das auf jeden Fall keine zeitkritische Quest ist. Hätte irgendjemand sein Schwert gezogen? Ich frage es nur, wieso? Was geht hier vor sich? Also wir haben hier ein paar Palisaden, aber die könnten auch aus der Urzeit noch stammen, von den Orks damals, auch wenn das wenig Sinn macht, weil das Holz, also dass das Stein überdauert, ja, aber bei Holz, das ist so eine Sache, ne? Also ein paar hundert Jahre, okay, aber wer weiß, gut, ich weiß ja nicht, wie lange es her ist. Ich will mich ja gar nicht aus dem Fenster lehnen, vielleicht weiß ich es auch gar nicht. So, Sumpfkraut werden wir auf jeden Fall mehr als 2 Dutzend sammeln, ansonsten bin ich schwer enttäuscht. Ah, okay, und das Schwert war einfach nur der Calvin, der hier trainiert, oder was? Kann ich noch mit ihm reden? Aha. Sollen wir das lernen mit dem Überraschungsangriff? Taschendiebstahl ist fast unmöglich bei ihm. Steht sogar dabei, Calvin ist ein aufmerksamer Haudegen. Da gibt bestimmt was Nettes, wenn man das hier macht. Aber ihr könnt mir mal sagen, ob das mit dem Überraschungsangriff lohnt, ob das die 10 Lernpunkte wert sind. Dann können wir das früher oder später auch mal lernen. Was hast du hier bisher gemacht? Als ich hier mit Flint ankam, haben wir die erste Pyramide gesichert. War bei den Viechern nicht unbedingt einfach. Da war ich gelinde gesagt froh, dass die Magier dabei waren. Tja, die Leichen haben wir später entfernt. Kein schöner Anblick, wenn du mich fragst. Nachdem wir unsere Arbeit gemacht haben, hat irgendwer was an der Pyramide gedreht, an ein paar Steinen gespielt und was in Gang gesetzt. Warum erfahre ich das? Ein seltsames grünes Etwas kam dabei zutage. Magus fand es jedenfalls nicht sonderlich witzig und hat erstmal den Großteil der Leute von der Pyramide verscheucht. Für den Tag hat Adrion keine mehr erlaubt, noch einen Fuß auf die Pyramide zu setzen. Meine Meinung kennst du ja schon. Was sie dann oben getrieben haben, weiß ich nicht. Und was hattest du mit Adrion besprochen, als ich ankam? Ach, ich versuche den Sumpf etwas auszukundschaften. Wenn ich was Interessantes finde, interessieren sich die zwei meist dafür. Und was hast du so gefunden? Ach, mal ein paar alte Sachen, Symbole auf Ruinen, sowas eben. Das letzte Mal habe ich eine Pyramide gefunden, die dieser hier praktisch identisch ist. Das wird heute Abend wahrscheinlich auch Thema. Aber glaube mir, ein Spaziergang ist der Weg durch den Sumpf nicht. Also einfach mal zum Spaß da rausgehen ist nicht drin. Überall lauern Sumpfhaie, Warane und noch weiteres Krabbelviech. Okay. Hast du weitere Informationen für mich? In Södland will ich viel passiert hier nicht. Wie du sicher gesehen hast, befinden sich alle Vertreter hier. Glücklicherweise sind aber Flint und Cortez für die Jungs zuständig. Ich hatte ja das Vergnügen, beide kennenzulernen. Scheinen ganz ordentliche Kerle zu sein. Keine Arschlöcher, die man sonst in diesen Positionen findet. Da ist wohl was Wahres dran. Die beiden sind tatsächlich äußerst anständige. Aber ansonsten haben wir hier tatsächlich nur Mönche oder Magier mit Namen. Also der Rest besteht aus Kämpfern und Rekruten, also tatsächlich alle ohne Namen. Und die vertragen sich auch, zumindest vorerst. Hey, du. Aufgrund der beiden anständigen Vorgesetzten. Also der Cortez wird seine Rekruten unter Kontrolle haben und der Flint eben unsere Jungs. Irgendwas Neues? Momentan nicht. Okay. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir mal hoch auf die Pyramide gehen und dann mit Magus sprechen, denn der ist ja hier so ziemlich der Chef mit dem Adrion. Was man so rum erzählt. Ansonsten hat hier allerdings keiner mehr was groß zu erzählen oder einen Namen oder sonst was. Also etwas vorgedrungen sind wir anscheinend schon.
Oh, da haben wir noch ein Sumpfkraut. Ein bisschen nachgucken, da findet man noch was. Und dann werden wir, denke ich mal, die Sumpfkraut und die grüne Magie-Quest relativ schnell erledigen können. Der verschollene Bruder werden wir auch machen. Vielleicht habe ich das Glück, ihn noch lebend zu finden. Also könnte sein, dass es eine zeitkritische Quest ist. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Man wird meistens schon darauf hingewiesen, dass es zeitkritisch ist. Ja, dann heißt dann wirklich, du solltest dich beeilen. Man kriegt es auch eindrücklich erzählt. Ich meine, es könnte eine sein, aber ich glaube, in dem Fall ist es nicht der Fall. Vielleicht finden wir auch hier Irrlichter, was ich allerdings bezweifle. Die werden wahrscheinlich irgendwo anders sein. Ansonsten können wir hier im Zoomfeld wieder auf ein paar Quests bauen. Davon gehe ich aus. Und wir sollten die vier vier Nebenquests auch auf jeden Fall hier dann machen, bevor wir die Hauptquest abschließen. Also da sollten wir tatsächlich alles abarbeiten. Denn danach, zwischen Kapitel 2 und 3, passiert bestimmt irgendwas. Also da muss ja irgendwas passieren. Vielleicht wecken wir da irgendeine schlummernde Macht, Magie, sonst was. Und dann geht hier die Party ab. Das kann ja gut sein. Also wir versuchen eben, die Nebenquests hier bestmöglich zu beenden. Und hoffentlich war das jetzt auch in Ordnung, dass ich die seltsame Spruchrolle einfach abfallen lassen. Und dann, ja, gucken wir uns hier noch ein bisschen um, und am Abend gibt es ja hier irgendeine Generalversammlung, und dann werden wir höchstwahrscheinlich informiert, wie es weitergeht. In diesem Sinne werden wir es erstmal hier im Sumpf umschauen und hier erstmal bleiben. Und wir hätten ja die Möglichkeit gehabt, zurück zur Goldmine zu gehen, aber das machen wir nicht. Aber wir werden dann bei der nächsten Gelegenheit, ja, sobald ihr mir hierüber was geschrieben habt, dann haben wir ja quasi, und ich noch ein paar Minecrawler erledigen konnte, dann können wir ja direkt da alles abklären und da dann weitermachen in der Goldmine. Sofern das hier im Zoom uns jetzt nicht zu sehr einspannt. Ja, vielleicht ist es auch gerade spannend und es geht gut voran und ich weiß mit Sicherheit, dass wir das jetzt sowieso noch erledigen können. Dann bleiben wir natürlich erstmal im Sumpf, aber das haben wir eigentlich generell erstmal vor. Da ja alles andere auch noch später zu erledigen zu sein scheint. Also wir können da alles noch später erledigen. Das bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich gehe davon aus. Und die meisten haben ja eigentlich auch, oder die Informationen, die ich gesammelt habe von euch, die haben auch eher so darauf hingewiesen, dass das alles noch machbar ist und generell erst für später vorgesehen ist. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.